Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Tutorials mit mir in der Unreal Engine 5. Heute geht es um Event-Tick. Was kann der Event-Tick? Was ist überhaupt der Event-Tick-Node? Dazu gehen wir in Level Blueprint. Blueprints Open Level Blueprints. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Also, ihr kennt ja The Node Begin Play, ja, Event Begin Play. Sobald das Spiel startet, wird quasi dieser Node getriggert und alles, was dahinter kommt, wird dann losgelöst. Neben diesem Event gibt es noch ein Event Tick. Event Tick. Der Event Tick ist sozusagen, der startet bei jedem Frame. Wie ihr wisst, werden bei Videospielen die Grafikkarte berechnet pro Sekunde an bestimmte Anzahl von Bildern, ja, 3D-Bildern. Und die werden dann auf dem Bildschirm quasi, ja, angezeigt. Und je höher die Framerate ist, also je höher die Anzahl der Frames pro Sekunde ist, desto flüssiger läuft das Spiel. Und hier in dem, dieser Trigger läuft quasi bei jedem Frame. Wir können uns das mal anschauen, dann können wir schreiben print string, ja. Das sagt Folgendes aus, dass bei jedem Frame auf die Konsole im Viewport Hello stehen soll. Das können wir mal kompilieren und auf Start drücken und da, siehe da, links bei jedem Frame. Ja. Wir können uns außerdem noch anschauen, wie lange es dauert überhaupt, dass ein Frame berechnet wird. Ja. Das sind die Delta Seconds, wie viele Sekunden dauert es, bis ein Frame berechnet wird. Das können wir uns auch schauen. Das sind 0,012 Sekunden, ja, grob gesagt. So viel zu den Frames. Ja. Wir können es außerdem im Viewport die FPS anzeigen lassen. Ja. Der Häkchen ist hier schon gesetzt und im Moment haben wir, ja, 80 FPS. Ja. Und Event-Tick ist allgemein so, wie das ist also sehr performance-lastige Anwendung, ist ein Trigger ist. Deswegen sollte man den auch mit Bedacht einsetzen, wenn man Spiel programmiert oder Anwendungen erstellt. Wir können außerdem die Ticks auch in der Eigenschaft ändern. Das geht in Class Defaults. In Class Defaults haben wir einmal verschiedene Möglichkeiten. Das ist so wie die Eigenschaften, die Details. Hier sind die Details zum Beispiel von einem Actor. Ja? Hier könnt ihr Position, Rotation oder die Visibility ändern. Und hier im Class Defaults könnt ihr die Eigenschaften der Klasse ändern, also die Klasse vom Level Blueprint. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel ein Häkchen bei Start with Tick Enabled an- oder ausmachen. Ja? Also wenn ihr es ausmacht, dann funktioniert das überhaupt gar nicht. Also wenn wir hier ein False hinsetzen, compilen und dann starten, dann funktioniert dieser Tick nicht. Ja? Oder wenn man startet, kann man die Tick-Intervalle bestimmen. Zum Beispiel könnt ihr hier stehen, eine Sekunde. Ja? Dann tut dieser Tick nicht bei jedem Frame loslösen, sondern in jeder Sekunde, pro Sekunde einmal. Also wenn wir compilen und starten, dann haben wir hier, pro Sekunde wird quasi, wie ihr auch sehen könnt, 0,099, eine Sekunde ist zwar nicht 100%, eine Sekunde, aber ja, kommt hin. Ja, zum Beispiel hier könnt ihr nochmal compilen, pro Sekunde wird dann quasi dieser Tick ausgeführt. Ja. Ihr könnt auch einen ganz einfachen Timer erstellen mit diesem Tick. Zum Beispiel, ja, als Beispiel, wenn wir hier einen Integer, zum Beispiel Countdown, ja, Countdown, und den wählen wir mal zum Beispiel als Integer, ja, und lassen den mal von 20 Sekunden runterzählen. Ja. Und dann machen wir Folgendes, dann ziehen wir den hier rein, get, und dekrementieren, ja, decrement int. Dekrementieren ist, er tut quasi dem Countdown, der Variable Countdown 1 abziehen und das neue Ergebnis dann in der Variable abspeichern. Genau. Und das geben wir mal im print string aus. So, im print string, den Wert, den wir dann auch abspeichern. So. So, compilen und dann, genau. Und da haben wir schon einen ganz einfachen Timer.
16, 15, 14, 13, 12. Ja. Genau, das ist der Tick. Den Tick sollte man mit Bedacht einsetzen. Man kann auch Ticks pausieren, starten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man zeitlich Trigger ja, einsetzt als Note. Zum Beispiel gibt es einen Event-Timer, den man statt dem Trigger einsetzt. Also Event-Timer wird Event-Timer, Set-Timer bei Event. Zum Beispiel man kann es zum gleichen Zweck nutzen, indem man hier einen Timer einsetzt, Looping, das wiederholt sich, und hier ein Custom Event, ja. Eine Custom Event, sagen wir mal als Timer. Und dann könnt ihr hier als Begin Play, der ist ja hier, einen Timer einsetzen, dann schreibt ihr hier 1 ein und der hier, der wird dann um 1 erhöht, ja. Also inkrementiert zum Beispiel oder dekrementiert. Ja. Das haben wir ja auch dekrementiert. Ja. Dann könnt ihr das hier loslösen und verbindet diese beiden Werte. Und dann seht ihr auch, dass beides eigentlich das gleiche ist. Ja. Habt ihr wieder? Ja. 13. Ja. Ist es bei einer Sekunde? Ja. Bei jeder 2 Sekunden. Okay. So krass, Defaults. Genau. Und da habt ihr auch schon, jede Sekunde wird dann einmal zurückgezählt, ja, das ist das gleiche eigentlich. Da habt ihr statt einen Tick einen Set-Timer bei Event, ja. So, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, dann auch gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch Like-Button anklicken, das wäre sehr schön. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Programmieren. Tschüss.